Hallo, hier ist Angelika. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir diesen Sommer einen Sonnenschirm gekauft und möchte nun eine Hülle nähen, mit der ich den Schirm erstens irgendwohin transportieren kann und zweitens über den Winter gut aufheben kann, dass nichts drankommt. Ich werde nun als erstes ermitteln, wie groß die Hülle sein muss. Es ist ein bisschen schwierig, dieses Riesending auf das Bild zu bekommen. Ihr seht also hier nur einen Teil. Ich messe die Länge, indem ich den Anfang des Maßbandes auf den Tisch stelle, senkrecht, und dann ganz locker darüber messe, und zwar an der dicksten Stelle, also hier am Schirm, und auf der anderen Seite wieder genau bis auf die Tischkante messe. Ich habe jetzt hier 126 cm. Dann nehme ich mein Maßband und lege es um die dicksten Stellen locker herum, nicht zu fest. Ich möchte das ja bequem einpacken können. Also hier ist eine dicke Stelle. Da habe ich jetzt 40 cm. Und hier am Schirm oben, also was am Schirm außen ist, ist noch eine dicke Stelle. 40 cm komme ich auch gut hin, kann ich gut bewegen. Und hier, wo diese Schraube ist, komme ich auch mit 40 cm gut hin. Ich habe jetzt einen Umfang von 40 cm und hier hatte ich 126 cm. Da gebe ich jeweils natürlich noch die Nahtzugabe dazu. Nun werde ich meinen Stoff als erstes zuschneiden. Ich habe hier ein Stück Markisenstoff, das habe ich nun zugeschnitten. Ich habe mich einfach an den Streifen hier orientiert und das mit der Schere abgeschnitten. Ich habe jetzt hier 145 cm, 140 möchte ich haben, das heißt, ich habe eine Nahtzugabe hier seitlich von 2,5 cm. In der Länge habe ich genau 130 cm gehabt, da schneide ich jetzt gar nichts ab, das heißt, ich habe hier eine Nahtzugabe von 2 cm. Dann habe ich mir noch einen Streifen geschnitten, 6 cm breit und 50 cm lang und einen 6 cm breit, 20 cm lang. Das wird ein Griff und das wird eine Schlaufe, um das Ganze an einen Nagel an die Wand hängen zu können. Diesen 6 cm breiten Streifen habe ich zunächst auf die Hälfte gebügelt und dann das nochmal auf die Hälfte genau bis zur Kante gelegt und gebügelt und auf der anderen Seite. Das werde ich nun so einfach absteppen. Normalerweise verstürze ich solche Dinge, aber mit diesem Markisenstoff geht das nun wirklich nicht. Das heißt, ich steppe das jetzt einmal hier ab. Mit dem mache ich das genauso. Und dann wird dieser Reißverschluss an dieses Teil genäht. Ich lege dieses Teil rechts auf rechts. Wobei dieser Markisenstoff jetzt nicht wirklich eine rechte und eine linke Seite hat. Ich lege diese Längskanten aufeinander. Dann werde ich die Naht beginnend hier steppen, wie gesagt mit 2 cm Abstand zur Kante und hier mit 2,5 cm Abstand zur Kante. Und zwar genau so weit, dass ich hier ein Loch für den Reißverschluss lasse. Das heißt, ich werde es bis hier steppen und verriegeln natürlich. Und dann wird der Reißverschluss eingenäht. So, ich habe nun das genäht. In einer Naht von hier bis zu der Markierung. Und dann habe ich es gekurbelt. Und zwar beide Lagen zusammen. Aber gekurbelt habe ich es nur bis hier. Und genäht habe ich es bis hier. Also hier habe ich ein Stück vorher aufgehört. Denn diese beiden Teile, die kurbel ich nachher einzeln. So. Dann habe ich meine 2,5 cm hier herumgebügelt, auf beiden Seiten, die eine Seite und die andere Seite. Hier oben ist noch alles offen. Die beiden Streifen habe ich so zugesteppt,
Der lange, der ist schon hier dazwischen. Man sieht das jetzt nicht. Also von hier bis hier ist dieser lange Streifen. Aber er ist nicht gespannt, er ist hier locker drin. Einfach dazwischen gelegt, so senkrecht rein und dann drüber gestippt. Genäht habe ich das Ganze übrigens mit einer 90er Nadel, denn das ist mein Kiesenstoff, der ist wirklich sehr fest und hier sind viele, viele Lagen. Also eine etwas dickere Nadel als normalerweise. So, nun drehe ich das auf rechts. So, und hier seht ihr nun auch den Gurt. Der ist, wie gesagt, hier ein bisschen im Bogen. Er ist ein bisschen, also er ist 50 cm lang, aber hier auf etwa 36 cm eingenäht. Jetzt lege ich mir das so hin. Und dann lege ich diesen Reißverschluss darunter, sodass das Zuneende genau an die Kante kommt, also bis dahin, wo ich genäht habe. Hier ist der Riegel, das kommt gerade so bis an die Kante. Und diese Stofflage lege ich so drüber, dass sie bis zur Mitte des Reißverschlusses geht. Dann stecke ich das fest. So, das mache ich über die gesamte Länge. Und mit dem anderen Stoffteil von der anderen Seite verfahre ich genauso. Und dann wird das einmal von oben abgesteppt. Also hier beginnend, dann hier rüber und hier wieder zurück. Das Einnähen des Reißverschlusses war jetzt etwas schwierig, weil das Material wirklich sehr steif ist. Wenn ihr es nachmachen möchtet, macht ihr unten keinen Stoffbruch, sondern schneidet das Teil in zwei Stücken zu, näht erst den Reißverschluss und schließt dann diese untere Naht. Dann habt ihr es leichter. So, trotz allem bin ich nun fast fertig. Ich schließe nun meinen Reißverschluss, lege das auf die Mitte. Und das Letzte, was ich jetzt schließe, ist diese obere Naht. Nicht vergessen, dieses kleine Stück, das lege ich so, also so zusammen, dass ich hier oben so eine kleine Schlaufe habe. Und da kann ich das Teil nachher gut mit an einen Nagel hängen. Das wird hier so hineingeschoben, etwa in der Mitte. Und dann wird dieses Teil hier noch gesteppt mit einer geraden Naht und verkurbelt. Bevor ich das ganz schließe, ist es sehr empfehlenswert, den Reißverschluss ein bisschen zu öffnen. So, meine Hülle ist nun fertig. Das ist das untere Ende, die Trageschlaufe, der Reißverschluss und der kleine Haken, um das Ding an den Nagel zu hängen. Mein Reißverschluss einnähen ist nicht so besonders schön geworden. Das zeige ich euch lieber nicht im Detail. Und nun wollen wir mal sehen, ob ich richtig gemessen habe, ob die Sachen da auch reinpassen. So, also in der Länge passt es. Hier oben ist noch gut 5 cm Luft. Also hier seht ihr nun noch einmal, wie das Ding aussieht, wenn man es trägt. So kann man ganz prima zum Strand marschieren. An diesem kleinen Stoffstreifen kann ich es an einen Nagel an die Wand hängen, in die Garage oder in den Keller zum Überwintern. Wie gesagt, mein Reißverschluss ist nicht so besonders toll geworden, aber ich bin trotzdem zufrieden, dass das Teil jetzt fertig ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Eure Angelika. Tschüss.